War selten so sprachlos von der Jugend, aber. Moinere Leute, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video. Und es dreht sich alles um einen meiner absoluten Favorite Character mit EZA jetzt. Und zwar Blue Kaioken Goku. Das EZA wurde wirklich, wirklich krank und wir testen ihn aus gegen die schwierigsten Red Zone Stages. Cell Max Red Zone, einmal gegen Metal Cooler Core Red Zone und Broly Red Zone. Ich freue mich sehr drauf, ich hoffe ihr auch. Er ist natürlich bei mir Rainbow Link Level 10 und seine Skill Orbs sind auf Full Additional. Ich denke, das macht sich ziemlich, ziemlich gut, wenn ihr mich fragt, wie ihr ihn skillen solltet. Eigentlich würde ich euch als Ratschlag geben, Full Additional. Warum? Wir haben einen 50% Attack Stacking Mechanik auf der Super Attack. Das beeinflusst natürlich die Genki Dama, was das so absolut insane macht in Sachen Schaden. Und die Genki Dama ist das Herzstück dieses Charakters. Und zudem, wenn ihr unter 59% Leben fallen solltet, werdet ihr einmalig typeneffektiv. Dementsprechend würde ich persönlich sagen, ist hier absolut the way to go additional. Könnt es aber auch ausgeglichen machen und mit Skill-Ops dann ein bisschen Crit geben, je nachdem wie ihr wollt. Ja, ich habe hier auch ein bisschen zu viel Crit meiner Meinung nach, aber gut, schnacken wir da später drüber. Jetzt kommen wir nämlich zum Showcase und springen rein zu der ersten Stage, nämlich Cell Max Red Zone. So, wir befinden uns hier in der Cell Max Red Zone Stage und wir gehen direkt rein. Ihr seht schon, wir haben die perfekte Rotation. Nämlich, was brauchen wir für Blue Kaioken Goku? Dafür springen wir einmal in die Passive. Neben seiner Attack and Defense plus 159% kriegen wir auch noch garantierten Guard und eine Additional Attack, welche zu 50% SA werden kann, falls wir einen Universe Survival Saga Verbündeten im selben Turn haben und das für die ersten 5 Runden. Dementsprechend ist hier UI ziemlich, ziemlich gut. Nicht nur für die Spirit Bomb von Blue Kaioken Goku, dazu kommen wir später nochmal. Aber gerade auch für den Teil dieser Passive. Sehr, sehr wichtig, damit können wir ihn zum Beispiel Slot einstellen. Und warum ist das so insane, dass wir ihn jetzt Slot einstellen können? Ja gut, da kommen wir jetzt gleich zu. Nämlich gibt die Passive noch weiteres her. Wir bekommen 10% Attack and Defense für jeden Angriff, den wir abbekommen. Und da vorne sind ziemlich viele Angriffe, deswegen lasse ich ihn dort stehen. Wir teilen uns übrigens alles, bis auf Kamehameha und Tournament of Power natürlich. In der Mitte hätten wir alles getriggert. So jedoch fehlen uns zwei Links. Aber halb so wild. Defense-technisch haben wir hier 164.000, was nicht so viel ist. Wir spielen ihn hier unter einem Godku-Team, hat auch sein 200% Leader. Alles top-tipp. Wir brauchen jetzt aber die paar Hits, damit wir uns so ein bisschen aufbauen und ein bisschen besser tanken. Okay, perfekt. Der erste Angriff war kein SA. Damit haben wir schon mal separat kalkulierte Attack and Defense plus 10% bekommen. Super gut. Ja, 190k überlebe ich auch noch, 60k von mir aus, 94, oh mein Gott, ja gut, da 14 Millionen. Okay, das Problem ist, was ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ist, dass wir unter 59% Leben gefallen sind. Damit wurden wir typeneffektiv. Nicht nur das, wir haben auch zeitgleich 59% separat kalkulierte Attack bekommen. Das Ganze passiert, dass wenn wir bei der Super Attack, also wenn die Super Attack startet von Blue Kaioken Goku und wir dann unter 59% Leben sind, dann passiert das. Damit trigger ich diesen Part aus der Passive. Das ist ein bisschen ärgerlich. Am liebsten wollte ich diesen Part haben, wenn die Genki Dama kommt. Aber halb so wild, ich lasse es drin. Und wir schauen trotzdem mal, wie viel Schaden die Genki Dama dann schlussendlich gegen die physische Phase macht. Wir haben gesehen, also ihr habt gesehen, die erste Runde war schon absolut insane. Die war absolut giga crazy. Vielleicht können wir sogar Turn 3 den Gegner killen. Maybe. Vielleicht können wir ihn schon Turn 3 killen, wenn die ganzen Units jetzt so insane performen, so wie es aussieht. Und UI muss natürlich dodgen, ne? Also das ist jetzt erstmal Prämisse, dass dieser SDR-UI auch hier dodgt. Ansonsten hat sich das auch erledigt. Ja, perfekt. Okay, sehr schön. Ich habe aber noch nicht alles von der Passive nämlich gelesen. Ein Part habe ich euch noch nicht erzählt. Nämlich bekommt er generell 59% Attack, wenn er eine Super Attack auch so macht. Also das ist auch nochmal um drauf. Also insgesamt bekommt er hier separat kalkuliert 118% plus dann nochmal die 59%, wenn ihr unter 59% Leben seid. Also müssen das insgesamt 177% Attack sein, die ihr bekommt durch die ganze Passive. Wenn alles aufgebaut ist, alle Conditions stimmen, dann habt ihr das separat kalkuliert und 159% Attack Start of Turn. Okay, jetzt haben wir tatsächlich eine sehr, sehr gute Runde. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr schön. Wir müssen mit dem Argel UI nur einen Angriff dodgen. Wunderbar. Und damit heilen wir uns ziemlich hoch
Oh, ja, ziemlich wahrscheinlich. Wir haben noch nicht wirklich Defense gestackt, deswegen ja. Physisch Goku, bisschen kritisch. Das ist aber sehr, sehr schön. Dadurch, dass wir unter 50% Leben gefallen sind, können wir hier perfekt 100% garantiert dodgen mit dem Int UI. Sind damit fein, also muss nur noch der Argel UI uns das dodgen. Und dann haben wir gleich eine wunderschöne, Rotation, wenn ich ehrlich bin. Wir haben jetzt gleich ein richtig schönes Szenario. Ich hätte eigentlich darauf achten sollen, dass ich unter 50% Leben bleibe. Ich denke, das wäre noch besser gewesen, weil dann hätte ich rein theoretisch, okay, vielleicht werden wir jetzt gesupertagged und dodgen nicht. Wenn wir jetzt gesupertagged werden und nicht dodgen, wäre grandios. Warum? Nämlich, wenn wir unter 50% Leben sind, kann ich auch die Genki-Dama vom GT-Duo machen. Ja, in den Standby gehen. Deswegen wäre es jetzt wirklich sehr gut vom Vorteil, wenn ich die SA bekomme. Hallo? Hallo? Samex, wie wär's? Super, ja, super mich jetzt mal hier. Bei Gott, cool. Super mal. Super mich jetzt mal. Jetzt nicht dodgen. Okay, das ist gut. Jawohl, das reicht. 45k, das reicht. Okay, wir haben jetzt nicht komplette Passive. Wir haben nicht komplette Passive Spirit Bomb, aber zumindest werdet ihr gleich jetzt was Wunderschönes sehen. Also was wirklich Wunderschönes, dazu kommen wir jetzt gleich. Nämlich haben wir hier Standby und Spirit Bomb. Wir haben jetzt 80% Attack Support durch das GT-Duo. Sehr, sehr geil. Jetzt, wie können wir überhaupt die Genki-Dama, diese Spirit Bomb von Blue Kaioken triggern? Ganz simpel, fallt unter 59% Leben. Hab 3 Reps of Universe 7 Charaktere mit dabei und ihr seid good to go. Deswegen seht ihr schon diese UIs, die so random in diesem Team mit dabei sind. Die müssen einfach nur dodgen und die müssen einfach nur die Spirit Bomb enablen. Nämlich mit der Spirit Bomb können wir jetzt den ganzen Fight quasi einmal finishen. Ich gehe dafür jetzt mal kurz in den Standby hier rein. Wir hören uns das einmal grob an und blibablub. Also ihr hört es nicht, aber wir lassen es mal kurz durchlaufen. Nebenbei rede ich noch so ein bisschen über Blue Kaioken und Goku. Jetzt, wenn wir gleich die Genki-Dama zünden, dann macht diese Genki-Dama nicht nur Ultimate Damage, sondern sie raised auch die Attack von allen Verbündeten um 30%. Das ist quasi so wie B-Pan, separat kalkulierte Attack-Support, was absolut gestört ist. Es ist wirklich, wirklich crazy. Oh mein Gott, diese Runde ist so geil. Ich verspreche euch, in der Runde ist der Gegner dead. Und auf die Genki-Dama kriegen wir quasi unsere Attack-Stats. Nämlich, haben wir quasi jetzt schon so ein bisschen Attack gestackt. Wir hatten leider nur eine Runde. Wir bekommen aber quasi pro Super Attack 50% Attack Stack. Also auf dem Super Attack Multiplier, was insane ist. Wir kriegen auch 30% Defense Raise für eine Runde. Schön und gut. Kommen wir später nochmal darauf zurück. Aber dieses Attack Stacking mit der Genki-Dama, mit dieser quasi 30% Active Skill Support auf der Genki-Dama, welche auch in die Genki-Dama mit reinfließt, ganz wichtig. Die fließt auch in die Genki-Dama mit rein, machen diesen Charakter zu einem wahrlichen Biest. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Genki-Dama. Abfahrt. Dritte Biest. Dritte. Okay. Ja, das waren nur 10 Millionen. Das waren 10 Millionen ohne Crit, muss man dazu sagen. Das war ohne Crit. 10 Millionen ohne Crit. Ich muss nur noch mal erwähnen. 10 Millionen ohne Crit. Habe ich erwähnt, 10 Millionen ohne Crit? Ich weiß nicht, aber es waren 10 Millionen ohne Crit. Genau richtig. Und ohne die zusätzlichen 59% Attack. Und der Int quasi Cell Max reduziert um 10% die Damage, wenn ihr nicht vom Physisch-Type seid. So kommt das zustande. Und jetzt gewinnen wir das quasi. Also das ist jetzt fertig. Das haben wir gewonnen. Schaut euch das an. 15 Millionen Godku. Und wisst ihr warum? Wenn wir einen 80% Support haben durch, oh mein Gott, durch quasi das GT-Duo. Oh mein Gott. Nicht nur das, sondern wir haben auch den 30% Attack Support durch die Genki-Dama. Weiß nicht, was ich euch sagen soll, aber ja, das war's. War's mit der Endphase. Ja, hier 23 Millionen hinterher. Das ist ohne die Typeneffektivität und ohne die zusätzlichen 59%. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich da gerade gesehen?
Okay, meine Damen und Herren, nach der letzten Gala-Show muss ich wirklich sagen, kommen wir jetzt zu Metal Cooler Core. Ich weiß, mir fehlen gerade noch so ein bisschen die Worte von letzter Runde. Das war alles gerade ziemlich, ziemlich crazy und ich bin Big Fan von solchen Situationen und Sachen. Ja, ne? Es war wirklich gestört. Es war wirklich geisteskrank. Und ich hoffe, wir können jetzt noch ein bisschen mehr über diesen Charakter reden. Ist sehr schön, dass wir in Rotation 2 haben. Warum ist das sehr schön? Nämlich kommen wir damit in die erste Rotation von Metal Cooler Core. Und dort wollen wir ihn dann auch wirklich wegnuken. Wir wollen Metal Cooler Core zerstören, also wirklich zerstören. Und das werden wir auch schaffen. Wir werden hoffentlich in der nächsten Runde ziemlich low droppen. Also ja, low droppen. Dann müssen wir dann übernächste Runde überleben von dem Metal Cooler Army. Und dann kommen wir unter 50% HP in die dritte Phase, also in die erste Phase von Metal Cooler Core. Okay, tut mir leid, die Versprecher. Wir haben, glaube ich, gleich 4 Uhr. Ich bin ein bisschen müde, aber ich muss diese Showcase einfach bringen. Beziehungsweise schon mal aufnehmen und dann morgen früh schneiden und hochladen. Ich freue mich so. Okay, wir haben jetzt alles schon mal im Detail durchgegangen von diesem Charakter, was er Besonderes kann. Wir reden auch gleich über die Schwachstellen. Nämlich, was mir aufgefallen ist, das Teambuilding ist super, super nervig. Also ihr müsst Raps of Universe 7 Charaktere mitnehmen, 3 Stück oder mehr. Und quasi Blue Kaioken Goku zählt selber nicht dazu für seinen Active Skill, was super nervig ist. Dann habt ihr schlussendlich sowas wie hier. I mean, ihr seht selber, wir haben einen Int-UI, wir haben einen AGL-UI. Wowie, Julio, aber es ist halt wirklich... Scheiße, wenn unser Int-UI gesupertaggt wird, sind wir tot. Wenn AGL-UI gesupertaggt wird und nicht dodge, sind wir tot. Das sind so die kleinen Probleme, die diese Teams haben mit quasi Blue Kaioken Goku, weil ihr quasi auch diese Spirit Bomb haben wollt. Und die macht einen riesen, riesen Unterschied. Defense-technisch sind wir hier fein, 176k. Denkt dran, wir kriegen pro Hit 10% Attack and Defense. Sehr, sehr schön. Und ansonsten gibt es hier erstmal nicht viel zu bedenken. Wir haben unseren Universe Survival Saga Character in derselben Rotation. Ihr seht, wir bauen uns schön auf und wir machen auch ein paar Super Tags. Auf der Super Tag möchte ich auch nochmal, ich will kein Update jetzt haben, auf der Super Tag möchte ich auch nochmal erwähnen, wir stacken unsere Attack um 50%. Also das ist super, super crazy. Das heißt, jede Super Attack ist Gold wert bei diesem Character. Das wird so viel Impact haben dann später bei der Genki Dama. Und das werden wir sehen. Deswegen eine dritte SA, schade, wäre aber auf jeden Fall geil gewesen. Ich hoffe jetzt nicht, am liebsten wäre es mir, wenn ihr wirklich dort supert, wo ihr supern solltet. Und jetzt nicht einfach hier blind irgendwo supert. Also bitte, Metal Cooler, bitte super jetzt nicht den Dude. Das wäre auf jeden Fall nicht so geil. Okay, der Tank Double Digits. Let's go. Okay, zumindest jetzt ein AGL UI Goku Dodge und danach kann er von mir aus super tanken. Wäre für mich fein. Aber einen AGL UI Dodge brauche ich, damit ich zumindest ein bisschen mehr Defense habe. Danach kann ich eine Super Attack abbekommen und bin absolut good to go. Ich muss nämlich jetzt noch eine Super Attack abbekommen. Ich muss wirklich. Denn es ist ganz wichtig, unter 50% Leben zu fallen. Werden wir gleich sehen. Aber genau. Blue Kaioken Goku insane. Attack Stacking super, super geil. Aber auch defense-technisch sind wir sehr gut aufgestellt. Okay, ich glaube, war das der erste Angriff? Nee. Ja, perfekt. Genau so wollte ich es haben. So und nicht anders. Jetzt machen wir nämlich hier einen Ghost Usher. Ich will nämlich hier jetzt nicht unnötig sterben. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich gerne hier nicht sterben. Ich möchte es nur mal erwähnt haben. Ich will hier nicht flöten gehen. Gut, dann können wir direkt in der nächsten Runde auch richtig heftiges Potenzial sehen von Blue Kaioken. Das wird Ende Gelände sein, ey. Das wird so Ende Gelände sein. Wir kriegen auch Int-UI Goku gleich. Einmal transformiert. Damit haben wir garantiert einen Dodge. Und. Aber ihr habt es gesehen. Blue Kaioken Goku verhält sich in diesem kompletten Showcase nicht nur offensiv wie ein Monster, sondern auch defensiv sehr, sehr stark. Mit dem Guard zusammen mit der hohen Defense, die er sich aufbaut, durch die separat kalkulierte Defense nochmal oben drauf, was super cool ist. Und er bekommt 30% Defense pro Super Attack für eine Runde. Nicht Stacking, aber quasi für eine Runde kriegt er 30% Defense. Und das overall macht ihn zu einem sehr gut balancierten Defense-Beast mit absolut unglaublicher Offensive. Das ist so crazy und es hittet wie ein Truck. Man muss dazu sagen, natürlich der absolut beste Tank im Game ist er jetzt nicht. Es gibt bessere Tanks, obvious.
Aber das muss er auch nicht, denn er muss schlussendlich auch Leben verlieren. Nämlich wenn er Leben verliert, kriegt er zusätzliche Part seiner Passive und er kriegt auch die Genki-Dama. Aber ihr seht, das ist genau das Szenario, was ich jetzt sehen will. Wunderschön. Wir werden jetzt gleich richtig eskalieren. Wir zünden auch hier wieder die Standby-Mechanik von dem GT-Duo. Damit sind wir auch sicher. Das heißt, wenn wir hier sterben sollten, dann werden wir uns einfach kurz reviven. Und ich muss euch auch ehrlich gestehen, das GT-Duo zeigt mir einfach, dass sie die beste Unit im Game sind und das easy. Ich glaube, keine Unit kann so Fights carryen wie dieser Charakter. Einen Free Revive, die sind so strong in Damage, die sind so strong defense-technisch, die haben so einen guten Leader-Skill mit dem besten Team im Game. GT-Duo ist für mich einfach mit Abstand der beste Charakter momentan. Aber soweit, so gut. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Situation hier. Wir haben ihn hier Slot 2, wir haben alles bis auf Warrior Gods aktiviert. Und ich würde sagen, damit geht's abwärts, oder? Bisschen nette OST hören. Die geilste OST ever. Ich habe die früher so gefeiert. Immer noch. Ja! Ben! Ich glaube, ihr habt es gesehen. Das waren gerade 27 Millionen ohne Crit. Ohne Crit und er hat nur eine Runde sich aufgebaut. Eine Runde. Er hat eine Runde sich aufgebaut. Eine Runde. Es war eine Runde, Jungs. Was soll ich dazu sagen? Und jetzt schaut euch das Ganze an. Nämlich, was jetzt geil war, wir haben die zusätzlichen 59% Attack dazu bekommen, weil wir unter 59% Leben waren. Das hatten wir davor nicht. Also gegen Cellmax Red Zone. Und wir hatten auch gegen Cellmax Red Zone 10% Damage Reduction. Jetzt wird's aber crazy. Ich verspreche euch, das wird crazy. Wir müssen uns auch nicht healen, wir werden eh gleich revived. Deswegen super, super free. Und ja, der dodge da vorne alles. Schön entspannt. Mach mal dein Ding da, UI. Ich mag übrigens UI immer noch. Sobald ihr unter 50% Leben fällt und ihr ihn transformieren könnt zu diesem Master UI oder zu UI selber, dann habt ihr 100% Dodge. Ja, 29 Millionen Attack-Sets. Was ist das? Hallo? Darf ich bitten? Oh mein Gott, Jungs, was soll ich dazu sagen? Das ist das schnellste Showcase ever. Ja. Wow. War selten so sprachlos von der Unit, aber sage ich ganz ehrlich, die Kombination von GT-Duo, von Luca Joken, ist crazy. Das ist so crazy. Ich weiß auch gar nicht, ihr wisst alles von dem Charakter jetzt. Ich muss euch nicht mal mehr erzählen. Dieser Attack-Raise auf der Genki-Dama, die er bekommt, also quasi auf der Spirit-Bomb, diese 30% raises Allies Attack um 30% für eine Runde, für die komplette Rotation, die macht so viel aus, weil die quasi nochmal separat kalkuliert in einem Active Skill Step wird. Das ist Next Level Shit. Wirklich. Lief. Kommen wir zum nächsten Fight, zum letzten Fight. Okay, meine Damen und Herren. Der letzte Fight gegen Brody Red Zono. Und das ist ein schwieriger Fight. Also wirklich kein leichter Fight für dieses Setup. Und ich denke, das wisst ihr schon. Und warum, wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Ja, weil viele Units, die ihr mitnehmen wollt für den Active-Skill von Blue Kaioken Goku, relyen leider auf Dodge. Und Dodge ist im Broly Red Zone disabled. Deswegen, das ist schon mager Stimmung, sage ich ehrlich. Egal, defense-technisch sind wir hier gut aufgestellt. 237k mit Guard. Warum? Weil wir im Universe Survival Saga on Rotation und sind damit erstmal fein. Was ich merke oder was ich jetzt auch noch merken werde im Laufe dieses Videos, okay, 8 Millionen sehr, sehr stark ist, aber dass ich gerade solche Rotations habe, wo ich entweder tot bin oder keinen Schaden bekomme. Weil entweder Blue Kaioken Goku sowas macht und den Gegner instant finisht oder quasi Units wie MVP 17, wie Evo oder wie UIs one-shotted werden. Absolut crazy, 3 Super Attacks, super, super huge. Aber das Problem ist einfach, wie falle ich unter 59% Leben, um die Genki-Dama zu bekommen? Der Actor-Skill ist nämlich unter 59% Leben zu sein und mit 3 oder mehr Reps of Universe 7 Charaktere. Das ist Punkt Nummer 1. Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Ich brauche die Genki-Dama. Das ist ja quasi die Key-Mechanik. Das ist nicht immer ganz so leicht, gerade in solchen Fights. Ich finde, das ist das größte Problem. Sein Team einfach. Und manchmal seid ihr einfach One-Shot. Da könnt ihr nicht viel machen. Manchmal seid ihr einfach dead. Einfach dead. Weil irgend so eine Unit wie Int UI wird erwischt. Oder wie Evo wird erwischt. Einfach so, einfach random. Und das war's dann für euren Run. Ja.
passt das einfach. Fertig. Aber okay, gut. Wie schon erwähnt, wir brauchen es ja nicht nur für den Actor-Skill, sondern wir wollen auch die Typen-Effektivität haben, die wir bekommen unter 59% HP und die zusätzliche Attack. Das ist etwas, was wir gern haben wollen würden. Und ich weiß auch noch nicht so recht, in welcher Phase ihr das wirklich wollt. Wollt ihr hier den Esther Broly wegnuken mit einer Genki-Dama oder wollt ihr den Argel Broly wegnuken? Und das werden wir jetzt hier rausfinden in diesem Run. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, ich habe Indy mit dabei, aber der kann nicht dodgen. I mean, deswegen, der stackt nur ein bisschen Defense. Der ist halt da, um ein bisschen Defense zu stacken, ne? Ja, der macht schon seinen Job. Ja, 24k, wenn du eben Typenvorteil bist. Cool. Coolio, Meister. Okay, aber hier schon mal, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also das ist wirklich gut. Wir können uns hier jetzt nämlich aufbauen. Wir haben bisher nur 3 Hits abbekommen von 6 Hits. 6 Hits, damit wir die 59% Attack and Defense bekommen. Wichtig. Und ich glaube, er sollte ihn sogar finishen, den Gegner. Ich glaube, er finisht ihn sogar. Safe. Ja. Und nächste Runde haben wir Indui, ne? Hier müssen wir, glaube ich, Indui drin haben. Ah, das gefällt mir nicht so. Aber, I mean, machst du nichts. Egal. Cool. Nochmal 2 Super Attacks. Das ist insane. Also hier bauen wir uns schön auf. Das ist auch ein längerer Fight. Das heißt, hier können wir ein bisschen mehr sehen von Blue Kaioken. Kriegen hier auch die dritte Runde. Oh mein Gott, wir haben schon 6 Super Attacks. 6 Super Attacks. Oh, jetzt müssen wir nur noch unter 59% Leben fallen. Bitte. Lasst uns unter 59% Leben fallen. Ich habe leider nur Ghost Asham und so mit dabei. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Ich bin ja sehr gespannt. Okay. Wie viel Defense haben wir? 188k. Nee, ich gehe hier auf Nummer sicher und Super Attack dann auch erstmal, ne? Mit dem Evo Vegeta. Falls die Super Attack direkt am Anfang kommen sollte, in den ersten Hits, dann sind wir zumindest da fein. Also ja, please, Evolution Vegeta. Ja, mach zumindest ein bisschen Work. Mach ein bisschen Work. Du bist auch schon wieder outdated. Letztes Jahr kamst du, glaube ich, raus, aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. Jetzt unter 59% Leben fallen irgendwie. Irgendwo jetzt DSA. Und wir kriegen genügend Schaden. Jetzt so nach Orange Piccolos SA wäre ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hier. Komm schon. Super Attack mich. Kriegt jetzt mein SR Piccolo genügend? Ja, SR Piccolo kriegt jetzt genügend Schaden, ne? 200k? Ne, 100k. Okay. Das reicht. Ja, knapp 200k. Das reicht. Nice. Wir haben jetzt nächste Runde rein theoretisch die Genki Dama. Also wären gesettet für die Genki Dama so gesehen. Wir haben auch Orange Piccolo. Orange Piccolo, sein Active Skill, müsste dann auch für die AGL-Phase ready sein. Also hier sind wir schon mal gut gesettet. Ich könnte jetzt den Active Skill von Piccolo aktivieren, was ich wahrscheinlich auch mache. Das ist perfekt. Wir werden jetzt die Genki Dama benutzen für die AGL-Phase. Das ist das Ziel. Wie machen wir das? Wir gehen jetzt erstmal in Orange Piccolo. Genau richtig. Orange Piccolo wird uns jetzt hier schön tippidi-zap-zap das Ganze finishen. Hoffe ich doch. Der wird hoffentlich den Fight hier finishen. Ja, lass mich das kurz einmal machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach quasi dieser Sequenz. Okay, wir haben jetzt hier ein kleines Problemchen. Wir werden zwar nicht gesuperattackt an sich, aber ich will hier auch noch nicht die zusätzlichen 59% Attack verstreichen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann aber Indui vorne nicht hinstellen, das geht nicht. Das heißt, wir könnten jetzt eine Attack-Set bekommen. Also eine Attack-Stack. Verlieren aber dann die Typen-Effektivität. Das ist mir nicht wert, wenn ich ehrlich bin. Deswegen lassen wir Piccolo da vorne. Das passt schon. Wir lassen Piccolo da. Piccolo sollte das wirklich finishen. Und dann haben wir wenigstens die Typen-Effektivität. Das ist etwas, was wichtig ist. Nämlich denkt dran, wir bekommen die Typen-Effektivität und die 59% Attack erst dann, wenn wir die Super-Attack machen. Erst dann wird dieser Part getriggert. Und da, erst da kommt der Check. Okay. Ja, perfekt. Gut, nice. Damit sind wir hier durch und haben jetzt nächste Runde. Und wir können jetzt hier auch wieder Piccolo machen. Also Piccolo kann uns das Ganze jetzt einmal carryen. Und das wird er jetzt auch carryen. Warum? Nämlich dadurch werden wir jetzt gleich keine Super Attacks kriegen und sind damit fein in der Runde. Okay. Piccolo hat mir ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Und dementsprechend Ghost Asher ich einmal, dass ich quasi hier nirgendwo Attacks kriege. Denn wir wollen ja schlussendlich Spirit Bomb, Kaioken Goku sehen.
Deswegen lasse ich hier einfach das so durchlaufen. Ich gebe keinem Attacks. Ghost Usher lieber einmal. Somit bin ich auf jeden Fall auf der ganz sicheren Seite. Ja, und jetzt können wir die Spirit Bomb zünden. Okay. Jetzt zünden wir die Spirit Bomb. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Folgendes. Wir teilen uns nur fürs Battle. Halb so wild. Wir sind unter 59% dem. Wir sind typeneffektiv. Und ich hoffe, mit den ganzen Stacks, die wir bekommen haben, ich glaube, es sind 6 Stacks oder so, sollten wir jetzt genügend Schaden machen. Das ist der Abschluss. Ich hoffe, wir killen das Ganze. Ohne Links. Das ist ohne Links. Jo! Nein! Super clean. Super clean. Super, super, super clean. Und das war ohne Links. Das waren 23 Millionen ohne Links. Und er hätte danach noch einen insane Turn gehabt. Aber das rappt quasi dieses komplette Showcase ab. Ihr seht, dass quasi das Team durch Orange Piccolo und Blue Kaioken Goku das Ganze sehr leicht carryen kann. Auch wenn ihr Shit Units habt. Aber was man merkt ist, auch wenn Blue Kaioken Goku so absolut overwhelming ist und es sich lohnt für manche Fights ihn zu benutzen, wir brauchen einfach unbedingt Reps of Universe 7 Buffs, 100%. Nichtsdestotrotz, das ist absolut der gestörteste TUR, den es gibt, wenn er die Hilfe bekommt, die er benötigt. Also Blue Kaioken Goku ist momentan mit Abstand, würde ich persönlich sagen, von allen TURs im gesamten Game eigentlich der beste TUR. Wenn er diese Reps of Universe 7 Charaktere momentan hätte, die er braucht, welche er nicht hat. Deswegen ist er für mich nicht der beste TUR überall. Das beste EZA easy, wenn wir so sagen. Aber der beste TUR leider momentan nicht. Er könnte es sein mit guten Reps of Universe 7. Aber das soll es gewesen sein. Wichtig bei diesem Charakter ist seine Spirit Bomb. Fällt unter 59% Leben. Habt 3 Reps of Universe 7 Charaktere mit dabei und ihr seid good to go. Das soll es von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da. Eine.